Oh, guten Morgen, Kinder. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen, weil ich unbedingt wissen möchte, was hinter Türchen 3 steckt. Lass uns schnell das Türchen öffnen. Das ist ja toll. Gestern hatten wir hinter Türchen 2 den Schminktisch und heute haben wir die Kosmetik dazu. Wollen wir uns das Ganze mal etwas genauer betrachten? Ups, hier geblieben. Fangen wir doch gleich einmal mit diesem Teil an. Es ist eine Wimpernspirale. Und damit unsere Schminke nicht einfach irgendwo herumliegt, gibt es hier eine kleine Kiste dazu. In Grau gehalten. Und in dieser können wir sehr gut unsere Kosmetik verstauen. Weiter geht es mit diesem Rougepinsel oder einem Puderpinsel. Dann haben wir noch einen ganz süßen Lippenstift. Natürlich in Knallrot, versteht sich von selbst. Und hier haben wir eine Box mit ganz vielen verschiedenen Farben von Lidschatten. Wer von euch diesen Kalender hat, bitte passt auf beim Türchen 3. Diese Aufkleber dafür sind etwas versteckt, die habe ich nicht gleich sofort gefunden. Und zuletzt noch das Puderdöschen mit verschiedenen Nuancen. Ach, schade, dass ich mich an meinem Schminktisch nicht schminken kann. Ja, Moment einmal, jetzt warte doch mal ab. In Türchen 3 war ganz viel Kosmetik gewesen. Schau mal her. Zuerst eine kleine Box, in der du deine Kosmetik aufbewahren kannst. Dann haben wir noch Lidschatten. Weiter haben wir noch Rouge und Puder für dich. Ach, wie schön, dann kann ich mich ja doch noch schick machen für Heiligabend. Da ist ja noch eine Wimpernspirale und ein Lippenstift dabei. Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir ein Stein vom Herzen fällt. Bis Heiligabend sind es nur noch 21 Tage. Und morgen, da öffnen wir Türchen 4. Mach's gut, viel Spaß in der Schule wünsche ich dir. Ciao, ciao.